über eine heiße Spur von tief erschüttert vom Geschehen zieht die Presse vor das Haus und beschreibt das Kampfgeschehen, macht ne Kübelstory draus. Kurz darauf entfacht auf Twitter, wo das Drama Wellen schlägt, Blumenkübel, ein Gewitter, das die Nachricht weiterträgt. Bald rührt sich das Weltgewissen und es filmt der WDR, springt empor vom Schlummerkissen, breitet aus die Kübel mehr. Blumenkübel ist jetzt tot, Neunkirchen ist in Not. Die Münsteraner können es kaum glauben, aber innerhalb kürzester Zeit war im deutschen Twitter-Raum Bürgerwehr und Staatsanwalt jagen Täter ohne Rast. Und so sitzen sie wohl bald in Neunkirchen fest im Knast. Ja, wollen wir die Kübel nützen und uns am Blumenschmuck erfreuen. Dann müssen wir sie aktiv schützen, den Blumenkübeln dankbar sein. Ja, wollen wir die Kübel nützen und uns am Blumenschmuck erfreuen. Müssen wir sie aktiv schützen, den Blumenkübeln dankbar sein. Blumenkübel ist jetzt tot, Neunkirchen ist in Not. Kann man denn Blumenkübel dankbar sein? Also ich gehe gleich los und umarme alle Blumenkübel, die ich finden kann. Und ich nehme eine Gießkanne jetzt und ich werde sie in eine schöne Form zurechtschneiden mit einer ganz lieben Schere, sodass sie richtig schön rund und schön aussehen. Ist jetzt oder gibt es hier eine Kirche? Ist in Not. Ich hab's leider gar nicht mitbekommen. Aber überein. Das Lied ist trotzdem ein Hit. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Blumenkübel ist jetzt tot. Herr Brezner. Kirche? Haben Sie schon gehört? Ist in Not. In China ist ein der Preis umgefallen. Überein. Ich glaube, das wird ein Hit. Ein richtiger Blumenkübel-Hit. Hoffentlich kotzt da keiner rein. Das wäre schade. Thank you.